Yeehaw! Hi Leute, ich bin wieder da. Ja, ich hatte eine kurze Unterbrechung. Ich habe auch nichts erwähnt bei YouTube. Ging alles nicht aus privaten Gründen. Ist einiges vorgekommen, wodurch ich ja über eine Woche nicht da war. Wollte ich eben mal erwähnen. Ja, ist eben einiges vorgefallen und Schnickschnack dies und das und bla bla bla. Naja, aber ich spiele jetzt weiter. Naja, ach, und übrigens habe ich mir gestern oder vorgestern war das, die komplette Staffel von Avatar angeguckt. Alle Folgen. Buch 1, Buch 2 und Buch 3. Hammer. Genial und wow. Jetzt verstehe ich, warum ich wie so ein Depp gespielt habe und irgendwie ist es mir peinlich, die Namen nicht zu kennen. Bisschen Scheiße zu erzählen, naja, egal. Ab jetzt wird es besser laufen, denke ich. Ich habe ja eine gute Erfahrung gesammelt mit der Staffel und bin sehr begeistert. Nur traurig, dass es nach 61 Folgen dann vorbei war. Naja. Aber irgendwann soll 2011 soll The Legend of Katar oder irgendwie sowas rauskommen. Ich habe das jetzt gerade nicht mehr richtig im Kopf. Das ist der nächste Avatar, da sind geplant 11 Folgen. Und da wird eine Überraschung vorkommen. Da wird nämlich der Sohn von. Ne, ich will euch das nicht verraten. Das ist blöd. Obwohl. Naja, Leute. Überspringt das jetzt. Macht auf 10 Sekunden später. Ab jetzt. Denn dort wird dieser neue Avatar wird den Sohn von Aang und Katara kennenlernen. So. Okay, ich hoffe, ihr habt übersprungen. Ansonsten wisst ihr, was ich gemeint habe. Und ich fange jetzt an. So, ah ja, mein Lieblingslevel war das ja, wo wir stehen geblieben sind. Ich entschuldige mich noch sehr dafür, dass ich echt so übelst geflucht habe. Das wird nicht mehr vorkommen. Also ich werde versuchen, dass es nicht mehr vorkommt, weil das ist echt nicht schön gewesen. Aber ich war am Verzweifeln. Ich habe das einfach nicht hinbekommen. Ich fand es super schwer. Ich habe mir meine Videos selber angeguckt im Nachhinein. Es sieht einfacher aus und vor allem, wenn man nicht selber spielt, fallen einem auch viel leichter die Sachen ein und man merkt, ach scheiße, ich hätte das so machen können und so und so und dies und das. Naja, kann man nicht mehr dran ändern. Ist jetzt mein Problem und leider auch eures, dass ihr euch das tausendmal angucken müsst, weil ich immer verkackt habe. Naja, aber wir spielen jetzt weiter und ich hoffe, es wird besser. Ich bin Aang, neben mir ist, links neben mir ist Sokka und rechts Katara. Wir sind Team Avatar, weiter geht's. Übrigens, ich bin DommelPL08 und wir spielen Let's Play Avatar, der Herr der Elemente. Da habe ich immer einen Hänger. Ich finde es viel cooler. Auf Englisch heißt das Avatar, The Last Airbender, der letzte Erdbändiger. Eigentlich, in Deutsch ist es ja die Erdnomaden, die Wasserbändiger und so geht's weiter. Jedes Volk hat seinen eigenen Begriff irgendwie. Oh, Wahnsinn. Okay. Naja, das ist cool. Hier muss man hin und her gehen. Oh, Select. Die Musik ist voll hardcore. Ich habe so ein behindertes Gefühl. Entschuldigung, aber ich habe so ein ganz ekliges Gefühl, dass ich jetzt alleine gegen die kämpfen muss oder dass jetzt wieder so ein Roboter kommt, mit dem ich alleine. Ah, Endgegner. Oh, da hätte ich doch letztens weiterspielen können. Oh nein. Du wirst nicht siegen, Schöpferin. Es geht nicht um Siegen. Ich stelle Denker anstatt. Es geht nicht um Sie. Ich stelle Denker anstatt von Bändigern in die Dienste der Welt. Versteht mich nicht falsch. Bändiger wie Juan haben noch immer ihren Platz. Wir wollen nur, dass der Krieg zu Ende geht, Ahn. Diese Maschine hat die Macht,
den Krieg zu beenden. Mit ihr habe ich die Kontrolle über alle Elemente. Ach du Scheiße. Sie ist mein Avatar. Die Welt braucht mich. Braucht dich nicht, Aang. Aang? Aang? Ja. Scheiße, das heißt immer hin und her, hin und her. Oh Gott, das wird richtig schwer. Das ist nicht der richtige Weg. Der Avatar ist mehr als nur eine Person, die Kontrolle über die Elemente hat. Da hat sie recht. Hat er recht. Dies ist der einzige Weg. Okay. Big fucking Boss. Oh, Feuer. Fuck. Oh, das ist sehr... Leck mich. Ah! Okay. Ah, cool. Hin und her ist das also. Nee, das war falsch. Wow, 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 wow. Ah, ich denke, ich muss... Ja, hat sich erledigt. Ah. Okay. Ja. Ja, der Gegner ist eigentlich gar nicht so schwer, aber... Wow. Ja, was heißt denn so schwer? Ja, das geht. Nein, das war falsch. Mann, lass mich in Ruhe. Lass mich bloß in Ruhe. Ja, der ist okay. Ja. Ich konzentriere mich wieder zu sehr. Ah, sehr gut. Oh, das darf ich nicht. Ey. Ich probiere kurz was aus. Ich habe so eine Befürchtung. Nee, okay. Oh, Hammer. Ja. Oh, Mann. Das ist immer so ein Hin und Her. Ja, aber der ist ja gleich tot. Boah, das war super knapp gerade. Oh, das macht richtig Spaß. Bam. Bats. 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 Oh. Das hat... Nein. Oh. Oh, Entschuldigung. Oh, ich hab verkackt. Oh ja, okay. Ich hab nicht aufgepasst. I'm so sorry. Ja, mach mir eben kurz von nach vorne, aber das ist kein Problem. Ihr seid es gewohnt, dass ich verkacke. Des Öfteren mal, ne? Naja, egal. So. Wir gehen weiter. I'm so sorry. I'm so fucking sorry. Ja. Jetzt packen wir den. Ich bin optimistisch. Eins muss ich sofort loswerden. Der Gegner, dieser Endgegner ist der Hammer. Ich finde ihn super geil. Die Maschine, also besser als diese Bohrmaschine. Boah, die war hardcore. Also der Endgegner ist richtig cool. Vor allem, dass man hier im Team richtig gut arbeiten muss, weil jeder ein Stück von dem, von der Maschine fertig machen muss. Super geil gemacht. Wie gesagt, das Spiel ist der Hammer. Naja. Wir spielen weiter. Ja, ich mach mal schnell, ja, das kennt ihr alle schon.
Okay, fangen wir an. Ja, bamsen wir mal den Scheiß hier weg. Bam. Bam. Okay, wir passen super auf. Bam. Ich hab gesagt, wir passen super auf. Okay, okay. Bam. 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 Scheiße. Ja. Voll getroffen.